Hallo zusammen, heute ausnahmsweise ein Video außerhalb der Reihe, nicht an einem Sonntag, sondern aus gegebenen Anlass heute, nachdem ich so viel Blödsinn in der deutschen Presse gelesen habe, allerdings nicht nur in der deutschen Presse, auch in der amerikanischen Presse. Es geht um das, was Michael Burry in seinem Portfolio gemacht hat. Und man sieht, dass die Presse hier versucht, mal wieder Angst zu schüren unter den Privatanlegern. Und ich möchte im Rahmen dieses heutigen Videos ein bisschen für Klarheit sorgen. Also, worum geht es? Was liest man in der Presse? Wie gesagt, nicht nur in der deutschen Presse, auch in der amerikanischen Presse. Man sieht, dass Michael Burry, bekannt aus dem Big Short, Sie kennen wahrscheinlich diesen Film, das ist der Film, wo Christian Bale die Rolle von Michael Burry spielt. Und damals hat er auf diese Immobilienblase und auf die Kreditblase in den USA gewettet. Und er wettet erneut auf einen Riesencrash. Das kann man jetzt lesen und hören. So. Wie wird das begründet? Michael Burry hält Put-Option im Wert von 887 Millionen Dollar auf den SPY. Der SPY ist der ETF des S&P 500. Hier in diesem Satz steckt schon ein Fehler drin. Ja, wir werden das nachher sehen. Die Put-Optionen haben keinen Wert von 887 Millionen US-Dollar, aber das kann man in der Form hierunter lesen. So, das heißt, Michael Burry sei gemäß Presse schon mit fast einer Milliarde US-Dollar dabei, auf einen fallenden S&P 500 zu setzen. Fast eine Milliarde Dollar. So, das ist aber noch nicht alles. Es kommt noch mehr. Er hält aber auch noch Put-Optionen im Wert von 738 Millionen Dollar auf den QQQ. Der QQQ ist der ETF des Nasdaq 100. Also, wenn man das alles zusammenaddiert, kommt man auf Pi mal Daumen 1,5 Milliarden US-Dollar, die Michael Burry einsetzt, um auf fallende Märkte zu setzen. Das ist schon eine ganze Menge Holz, ja. Und das, wie gesagt, das liest man in dieser Form. Und wenn man das als Privatanleger liest und denkt, dass der Journalist, der das geschrieben hat, Ahnung hat, dann kriegt man natürlich Angst. Dann denkt man, naja gut, der Michael Burry, der muss es wissen. Der Journalist, der das schreibt, der weiß es bestimmt auch. Ich bin jetzt vorsichtig und steige komplett aus dem Markt raus, ja. Ja, das Problem ist, dass hier in diesen Sätzen ganz viele Fehler drinstecken. So, gucken wir uns erstmal das Portfolio von Michael Burry an. Also erstmal ganz wichtig an dieser Stelle, diese Put-Optionen, die jetzt erwähnt worden sind, die waren Bestandteil des Portfolios von Michael Burry am 30. Juni 2023. Also ist es mittlerweile 6 Wochen her. Kein Mensch weiß, ob er immer noch diese Put-Option in seinem Depot hält. Ja, es gibt 45 Tage Verzug im Vergleich zu dem, was im Portfolio tatsächlich drin war. So. Und hier sehen Sie das Portfolio von Michael Burry auch zum Zeitpunkt 30. Juni 2023. Man sieht, dass er 31 Aktien hält mit einem Gesamtwert von 111 Millionen US-Dollar. So, jetzt denken Sie jetzt wirklich, dass jemand, der massiv auf einen Crash setzt, der denkt, dass die Märkte kollabieren werden, dass dieser Fondsanleger tatsächlich 31 Aktien im Depot halten würde, im Wert von 111 Millionen US-Dollar? Also ich glaube das nicht. Ja? Und man sieht, das sind ganze Menge hier, wo er dazu gekauft hat. Er hat einige Positionen reduziert, aber da gibt es überall da Buy, 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 also Käufe, Käufe, Käufe. Das ist nicht das Verhalten eines Fondsmanagers, der denkt, dass die Märkte fallen werden. Ne? Aber auch das Stand der Dinge, 30. Juni 2023, vielleicht ist inzwischen wieder etwas verkauft worden oder dazugekauft worden, das wissen wir nicht. So, jetzt kommen wir zu der Erklärung, zu der Auflösung der Geschichte mit diesen Put-Optionen. So, ich hoffe, dass Sie sich ein bisschen mit Optionen auskennen, weil hier geht es ein bisschen in die Mechanik der Optionen hinein. Das ist grundsätzlich das, was momentan Michael Burry an Put-Optionen in seinem Depot hält, wobei wir nicht wissen, um welche Put-Option es sich genau handelt. Wir wissen nicht, welchen Basispreis, welchen Strike Michael Burry gewählt hat, und wir wissen auch nicht, welche Laufzeit für diese Option gewählt worden sind. Übrigens, die Quelle hier ist whaleswisdom.com. So, und man sieht, dass er mit seinen Put-Optionen er jeweils 2 Millionen Anteile des S&P 500 und des Nasdaq 100 kontrolliert. Ja, das sind die gehaltenen Shares, aber das ist nicht die Anzahl der Put-Optionen, die er in seinem Depot hält. Das ist die Anzahl der S&P 500 Anteile, die er mit seiner Put-Option kontrolliert. Und diese 2 Millionen Anteile am S&P 500 würden diesem Marketwert entsprechen. 886 Millionen Dollar. Pi mal Daumen. Das ist der Wert, den ich auf der ersten Folie gezeigt habe. So. Bedeutet das, dass
Michael Burry diesen Wert ausgegeben hat, eingesetzt hat oder riskiert hat, um auf einen fallenden Markt zu setzen? Nein. Also gehen wir mal ganz kurz hier in die Details. Ein Put-Kontrakt, ein einziger Put-Kontrakt entspricht 100 Anteilen des S&P 500. Okay, oder des SPY in diesem Fall. Das bedeutet, dass 2 Millionen Anteile des S&P 500 oder des SPY 20.000 Put-Kontrakten entsprechen. Okay, das bedeutet also, dass Michael Burry 20.000 Put-Kontrakte des SPY und 20.000 Put-Kontrakte des QQQs gehandelt hat. 2 Millionen Anteile des SPY zu einem Kurs von $443, so Pi mal Daumen, das ist wahrscheinlich der Kurs zu dem Zeitpunkt, als er die Put-Option gekauft hat, entsprechen diese 886.560.000 US-Dollar an Marketwert. Okay? So, aber wie viel hat Michael Burry eigentlich für diese 20.000 Put-Kontrakte ausgegeben? Das weiß kein Mensch. Ja, er hat definitiv nicht 886 Millionen US-Dollar für diese Put-Kontrakte ausgegeben, sondern einen Bruchteil davon. Und um zu wissen, wie viel er ausgegeben hat, dann müsste man wissen, welche Put-Option es überhaupt ist, welche Laufzeit und welchen Strike hat Michael Burry gewählt. Aber das weiß nur Michael Burry. Das steht nicht in diesen Finanzberichten, in diesen Reports von der SEC. Okay? Und deswegen ist es wichtig, hier das sehr, sehr differenziert zu betrachten. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Michael Burry hat Put-Optionen gekauft mit einer Laufzeit bis zum 15. Dezember 2023 und einem Ausübungspreis oder Strike von $400. So, heute kosten diese Optionen pro Kontrakt $400. Okay? So, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe keine Ahnung, ob er diese Put-Option gekauft hat oder ob er sie überhaupt noch hält oder ob er eine andere Laufzeit genommen hat, einen anderen Strike, keine Ahnung. Aber nehmen wir mal an, er hätte das gemacht. So, 20.000 Put-Optionen, a $400 pro Stück, das kostet dann 8 Millionen Dollar. Das würde bedeuten, wenn dieses Beispiel stimmen würde, dass Michael Burry nicht 886 Millionen Dollar ausgegeben hat, sondern nur 8 Millionen Dollar für seine Put-Option. Also ein Hundertstel davon sozusagen. Und angenommen, er hat das gleiche ausgegeben für seine Put-Option auf den Nasdaq 100, dann sind wir vielleicht bei 16 Millionen Dollar, die er ausgegeben hat. Und jetzt setzen Sie das ins Verhältnis zu dem Portfolio an Aktien, die er hält. 111 Millionen Dollar ist sein Portfolio groß. Das heißt, 16 Millionen Dollar in Put-Option, das entspricht ungefähr 14% seines Gesamtportfolios. 14%. Das, was Michael Burry macht, ist nichts anderes als Hedging. Das heißt, er schützt sich mit gekauften Put-Optionen gegen eine Abwärtsbewegung des Marktes, die vielleicht stark oder weniger stark ausfallen kann. Aber wir sind weit davon entfernt, zu denken, dass Michael Burry dabei ist, auf einen Mega-Crash zu setzen. Das ist einfach nicht richtig. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche Put-Option er gehandelt hat. Ich weiß auch nicht, ob er sie immer noch im Depot hat. Aber wenn man das in der Presse in der Form liest, wie ich es auf der ersten Folie gezeigt habe, dann werden Privatanleger nicht schlauer. Die werden einfach nur dümmer. Da werden einfach nur Ängste geschürt. Und es geht hier nur darum, dass in der Presse die Artikel gelesen werden, dass das Magazin eventuell gekauft wird. Ja, und zu zeigen, oh, da gibt es vielleicht etwas ganz Tolles, was passieren wird an der Börse. Vielleicht gibt es wieder so ein Crash, einen Riesenkollaps, genauso wie in der Finanzkrise und so weiter und so fort. Und jemand, der das nicht differenziert betrachtet, der keine intellektuelle Abwehr übt, der ist dann total ausgeliefert. Ja, und wird vielleicht auch falsche Entscheidungen treffen. Okay? So, wie sehen Sie das? Ja, können Sie gerne in den Kommentaren schreiben. Hatten Sie das mitgekriegt, dass es einfach falsch war, was in der Presse so stand? Haben Sie das überhaupt schon gelesen? Würde mich interessieren. Ich hoffe, das Video war für Sie hilfreich und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Video. Ciao. Möchten Sie keine Videos mehr verpassen, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal und klicken Sie dann auf die schwarze Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn neue Videos online gehen. Möchten Sie wie ein Profi traden, dann entdecken Sie Planet Options, mein Service, in dem ich Optionen mit Echtgeld handle, oder nutzen Sie meine Videokurse, alles rund um das Thema Optionshandel oder Strategiediversifikation. Verwenden Sie gerne hochkarätige Indikatoren, um Ihr Trading auf eine neue Ebene zu heben, oder werden Sie einfach Mitglied der Tradehelden Akademie. Alle Informationen finden Sie unter www.erikludwig.de.